Die schlesische Bergwerkstatt Kulich liegt im Sudetenland an der Grenze zu Polen und gehört heute zu Tschechien. Seit 1600 ist der Ort für seine Holzschnitzereien bekannt und in den folgenden Jahrhunderten wurde von hier aus jährlich hunderttausende Krippenfiguren in alle Welt exportiert. In der Blütezeit waren hunderte Schnitzerfamilien in 25 bis 30 umliegenden Dörfern damit beschäftigt. Am Ende des Zweiten Weltkrieges marschierte die Rote Armee in Schlesien ein und brachte die ganze Krippentradition mit einem Schlag zum Erliegen. Der Krippenberg ist streng gegliedert in Heiliges Jerusalem, natürlich in der landesüblichen Architektur des Sudetenlandes, und in die Hort, der Heide auf der rechten Seite. Neben dem Geburtsgeschehen findet man hier auch das Alltagsleben mit den verschiedenen Berufen, dem Brauchtum und der landesüblichen Bekleidung. Eindeutige Erkennungsmerkmale für Kulich-Krippen sind die Schafe mit dem Blumenhalsband und das Jesuskind mit rotem Slip. Und wenn man genau schaut, sieht man am rechten Rand dieser Krippe eine Figur, die man bei einer Weihnachtskrippe eher nicht vermutet. Den Teufel, der sich da als abseitiger Beobachter eingeschlichen hat und darüber nachgrübelt, ob nach dieser göttlichen Geburt auf dieser Welt für ihn überhaupt noch was zu holen ist. Tja, die Antwort darauf darf sich in diesem Fall jeder selbst geben.